So, herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Lego Star Wars. Wir müssen jetzt nach Takodana fliegen, um das fünfte Kapitel zu bestreiten. Los geht's. Ja, und auch hier wieder, wie immer. Hallo, lass mich überspringen. Okay, hab's. Die erste Ordnung will die Karte. Finn ist beim Widerstand. Ich bin nur eine Schrottsammlerin. Dann lass mal sehen. Die Karte ist unvollständig. Das ist nur ein Teil. Seit Luke damals verschwunden ist, suchen alle nach ihm. Warum ist er fortgegangen? Er bildete eine neue Generation von Jedi aus. Ein Junge, ein Schüler wandte sich gegen ihn. Er machte alles zunichte. Die Jedi gab's wirklich? Die Macht, die Jedi, es ist alles wahr. Einfach alles. Wir sind da. Ich wusste gar nicht, dass es so viel Grün gibt in der Galaxis. Chewie, überprüf das Schiff, so gut es eben geht. BB-8 soll also zum Widerstand. Mas Kanata ist die beste Wahl. Könnte helfen. Solo, warum sind wir nochmal hier? Euer Droide muss auf ein sauberes Schiff. Sieht richtig geil aus hier. Es war kein Zufall, dass Chewie und ich den Falken gefunden haben. Wenn wir ihn aufspüren konnten, ist die erste Ordnung sicher auch nicht weit weg. Wir können ihr trauen, oder? Entspann dich, Kleiner. Sie betreibt diese Spelunke seit 1000 Jahren. Sieht aus, als würde ein großes Alien die Tür blockieren. Soll ich ihn wecken? Wenn du meinst. Vorausgesetzt, du kannst dir danach ein neues Paar Arme wachsen lassen. Also hier, das solche Level finde ich immer richtig heftig geil. Das ist auch bei Lego Star Wars die komplette Saga, das erste Level bei Jar Jar Binks. Das zweite oder dritte Level ist das, glaube ich. Erst noch puzzeln. Da muss, glaube ich, BB-8 dran. Genau. Das kriegen wir hin. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass der Eingang in das in die Spelunke so heftig war. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Ich brauche mal Ray. So. Steine einsammeln. Ach komm, nehmen wir einfach alle mal mit. Dann haben wir wenigstens. Das ist denn ja schon das Level jetzt. Das heißt, den wahren Jedi können wir sammeln. So, ein Minikit haben wir auch noch und einen blauen Stein. Super. Super. So, hier ist noch ein bisschen was. Das kann man kaputt hauen. So, was ist das hier? Oh. Da läuft Wasser rein. Okay. Da oben kommt man wahrscheinlich irgendwie auch hin. Diese kleinen Teile müssen kaputt gemacht werden. Weiß ich jetzt mal, das Ratten oder was? 3 von 9 hatten wir auf jeden Fall. Das ist ganz geil, das hat den Nah- und Fernkampf. Das ist heftig geil. Da kriegen wir richtig viel mit. So, ein bisschen noch wieder Geld einsammeln und sowas. Hier hinten ist noch ganz viel. Der pennt. Da dürfen wir nicht so nah rangehen. Und dann wieder ein bisschen Geld holen. Ich laufe erstmal ein bisschen hier rum. Alles andere kommt in der Zeit. Da oben ist übrigens wieder ein Minikit. Und da unterhalten sich zwei. Was ist das hier? Oh, das kommt immer nur aus der Wand. Und ich kann auch was zusammenbauen. Okay. Ah, nice. Und jetzt haben wir schon das zweite. Und die beiden da oben. Da weiß ich nicht, wie man rankommt, leider.
Nichts das macht so wach wie ein Spritzer Wasser ins Gesicht. Gucken. In einem freien Spiel vielleicht mal. Können wir spielen, können wir nicht spielen, wie ihr wollt. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, macht er sowieso nicht, aber... Wenn, können wir das ja mal klären. Oder wir können auch einfach alle Lego-Spiele, die ich noch hab, durchspielen. Mache ich einfach. Ich glaube, das macht so richtig Spaß, so Lego da kann. Schön. Ich mal ein Stündchen oder zwei Stündchen hinsetzen, eine Aufnahmesession machen. Mars ist ein bisschen speziell auf ihre Art, also ist es besser, wenn ich rede. Achso, ihr könnt schon reingehen. Und noch wichtiger, starrt sie nicht an. Wieso sollten wir? Lasst es. So. Und rein. Hallo, Mars. Ich vermute, du brauchst was. Ganz verzweifelt. Mars, würdest du diesen Droiden für mich zu Leia bringen? Nein. Du bist vor diesem Kampf schon viel zu lange weggelaufen. Was für ein Kampf denn? Der gegen die dunkle Seite. In unzähligen Jahren sah ich, wie das Böse verschiedene Formen annahm. Die Sith, das Imperium. Und heute... ist es die Erste Ordnung. Es gibt keinen Kampf gegen die Erste Ordnung. Keinen, den wir gewinnen. Wir sollten alle fliehen. Siehst du die beiden? Die tauschen Arbeit gegen Transport ins Outer Rim. Dort kannst du untertauchen. Ich bin nicht beim Widerstand. Ich bin kein Held. Finn! Erstmal, so müssen wir wahrscheinlich mit denen jetzt erstmal reden und die Sachen erledigen. Er ist kein Teil, ne? Oh, da oben ist ein Lila, ne? Was geht jetzt ab? Immerhin den blauen kann ich holen. Achso, warte mal. Da ist das Schnitzel. Da komme ich noch nicht ran, schade. Was kenne ich das hier? Ist bestimmt irgendwie was. Jawohl. Da können wir mit BB-8 ran. Gucken, wo uns das hinführt. Ja, top. Ah, da fließt was raus. Feuer. Und wir haben was zum Puzzeln. Perfekt. So. Ist hier so ein Blasebalg. Achso, jetzt gehen die weg. Okay. Dann ist da schon mal der Weg frei. Das ist gut. Können wir nämlich schon mal hier durchgehen. Das ein bisschen einsammeln hier. Die beiden, die lachen einfach die ganze Zeit. Ich hole mal kurz den Tisch kaputt. Wir sammeln jetzt mal was ein hier. Wenn wir so die Hälfte haben, können wir aufhören mit dem aktiven Sammeln. Denke ich mal. Kriegen wir den Rest auch so noch? Ist der Reparaturtrupp das wieder in Ordnung bringt. Es kann sich nur um Stunden handeln. Oder ja. Letzteres ist aber eher. Und wo geht's eigentlich noch hier oben hin? Da unten können wir auf jeden Fall noch was machen. Deshalb will ich hier noch ein bisschen was einsammeln. Super. Erstmal schon eine Stelle gekriegt. Sieht gut aus. Da haben wir, glaube ich, die Hälfte zusammen. Ja, doch, das kann was sein. Also hoffe ich. Hoffe ich natürlich. Weil brauchen wir noch einen Jedi für.
Die prügeln sich immer noch um ihr Fleisch. Oh, hier ist Mats. Was geht jetzt ab? Die greifen einfach an. So, wie geht das? Achso, kann ich kaputt hauen. Und dann? Umbauen. Dann brauche ich Ray und die kann da wahrscheinlich den Knüppel reinstecken und das Tor aufmachen. Und dann kann ich mit BB-8 da durchgehen. Super kombiniert. Gucken, wo es da hingeht. Ah, hier hinter. Und da kriegen wir bestimmt die Tasse. Was ist das jetzt? Das Wasser muss fließen. So? Achso, und der noch hier. Und? Wasser im Arsch. Achso, es fließt schon. Okay, super. Stell sie auf! Stell sie auf! Na toll! Jetzt hat sie auch noch ihren eigenen Willen entwickelt. Der intelligente Kaffee war gerade noch gefehlt. Schlimm genug, dass der Abfallschacht immer so schlecht ist. Okay, erstmal gucken, was wir noch bauen können. Achso, wir können die wieder zubauen. Hey, sie geht wieder. Okay, nice. Ich hab immer gesagt, wenn man Dinge nur lang genug ignoriert, drängen sie sich von selbst ein. Holt euch eure Drinks ab, Leute. So, ich schätze, ich habe ein paar Minuten Zeit. Wer ist das Mädchen? Super, das haben wir auch. Wir müssen uns wahrscheinlich noch Finn abliefern. Zu den beiden. Achso, hier wollte ich noch ein paar Stühle kaputt machen. Ach, geht das gar nicht. Schade, geht gar nicht. Egal, hier sind wir soweit fertig. Dann geht's zu diesem... was auch immer. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Oh, nice. Hier kriegen wir den Lilanen. Top. Boah, der hat direkt zum Ganzen gebracht. Das ist natürlich geil. Ich guck das mal hier hinten ein bisschen um. Sollen wir noch ein bisschen Geld an. Den können wir noch anspielen. Wir müssen schnell mit Finn hingehen, ne? Ja. Warum müssen wir jetzt hier schießen? Achso, vielleicht kriegen wir da Minikit? Nee. Keine Ahnung. Oder wir müssen uns irgendwie erst bewähren, bei ihm mitzufahren, mitfahren zu dürfen. Bei seiner Crew. Nicht schlecht. Ganz und gar nicht. Komm, meine Mannschaft. Top. Sie schleicht hier lang und knüppelt dann einfach so richtig drauf rum. Nur ein alter Droide, der kann uns nichts tun. Hier ist auch noch ein Droide. Da oben leuchtet irgendwas. Ist das der Ausgang einfach wieder oder ist das ein... Jawoll. Sehr geil. Da ist schon das dritte Minikit. Ich hau mal hier alles kaputt, weil das bringt ordentlich Geld. Freunde, ich würde sagen, die Zeit ist wieder um. Bis zum nächsten Mal.